Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PlanTV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Ja, Fastenzeit. Wir haben eine Kommilitonin einen Tag lang während des Ramadan begleitet. Urlaubszeit. Wir stellen die Top-Reiseziele der Kölner vor. Und Fußballzeit. Wir waren bei den Public Viewing Hotspots im großen HMK-WM-Check. Kein Essen, kein Trinken. Im Fastenmonat Ramadan müssen Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf beides verzichten. Doch wieso fasten Muslime eigentlich? Und was hat das für Konsequenzen für den Körper? Ja, zu den 4 Millionen in Deutschland lebenden Muslimen gehört auch unsere Kommilitonin Mariam Kanji. Jeff Rossler, Ines Fanselow und Susanne Weidenbrück haben die 21-Jährige einen Tag lang begleitet. Es ist 12 Uhr. Normalerweise würde Mariam jetzt ihr Mittagessen genießen. Doch während des Fastenmonats darf sie erst abends nach Sonnenuntergang mit dem Essen anfangen. Für die meisten Leute ist es undenkbar, so lange auf Essen und Trinken zu verzichten. Also warum machen das die Muslime? Ja, das Fasten gehört mit zu den 5 Säulen des Islams und jeder Mensch, der fastet, soll nachempfinden können, wie es für die armen Menschen ist, nicht zu essen und nicht zu trinken zu haben. Erst ab 21:30 Uhr abends dürfen Mariam und die anderen Muslime wieder Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen. Nur körperlich geschwächten Menschen wird das Fasten erlassen. Sonst gibt es aber keine Ausnahme, auch bei 30 Grad nicht. Ja, dieses Jahr ist der Ramadan auf den Sommer gefallen, das heißt, die Tage werden länger und Temperaturen steigen. Das macht das Ganze nochmal besonders schwierig, denn wir müssen 16 Stunden lang in etwa ohne Essen und Trinken klarkommen. Deshalb befindet sich der Körper in einer Extremsituation. Wir haben eine Ernährungsberaterin gefragt, was das Fasten mit dem Körper macht. Also während des Fastens stellt der Körper den Stoffwechsel um, sind die Glykogenvorräte aufgebraucht, ist der Körper in der Lage, Glukose aus den Fettreserven und aus den Proteinen herzustellen. Also ich würde aus beratender Sicht Kinder das Fasten nicht empfehlen, weil die Stoffwechselprozesse bei Kindern nochmal anders ablaufen als bei Erwachsenen das der Fall ist. Da ist das Trinken spielt eine große Rolle, was halt sehr wichtig ist. Das Fasten hat aber auch positive Wirkungen. Sobald es Zeit zum Essen ist, freue ich mich natürlich doppelt und dreifach, denn da merke ich einfach, mir fehlt es an nichts. Und das Essen schmeckt dann auch anders und ich lerne auch das Essen mehr zu schätzen. Es wird klar, Fasten im Ramadan ist nichts für schwache Nerven. Aber Mariam wird sich diese Herausforderung auch nächstes Jahr wieder stellen. Ja, Respekt an dieser Stelle. Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die Frage, wohin soll es gehen? Wo treibt es dich denn dieses Jahr hin, Alex? Puh, ich glaube, ich kann mir wahrscheinlich leider keinen Sommerurlaub leisten bei den hohen Studiengebühren. Aber dafür war ich nach dem Abi 3 Monate in Australien. Wo es die Kölnerinnen und Kölner hintreibt, wissen Benedikt Schmidt-Peter, Annika Kleschautzki und Johanna Pauli. Die drei haben sich für euch am Köln-Bonner Flughafen umgehört. Es ist Freitagmorgen. Viele Menschen machen sich auf den Weg in die erhoffte Entspannung. Die Stimmung ist aufgeladen, dennoch liegt spürbare Vorfreude in der Luft. 2017 besuchten mehr als 12 Millionen Passagiere den Flughafen Köln-Bonn. Auch dieses Jahr ist viel los. Wir haben gefragt, wo es 2018 hingehen soll. Noch Fuerteventura. Nur für eine Woche, nur ein Kurzurlaub. Das war ganz spontan. Und dann hat man halt geguckt und Preise verglichen. Und ich war schon sehr oft in der Türkei. Und obwohl es da so ein bisschen Unruhe gibt, ich habe viele Freunde, die türkisch, aus der Türkei herkommen. Und die haben gesagt, du brauchst gar keine Angst zu haben. Und deswegen habe ich gestern gebucht und heute geht's in die Türkei. Also wir sind die Sonic Bar. Wir grüßen euch. Wir machen ein Team-Meeting. Wir gehen nach Mallorca. Leider trefft uns natürlich kurz vorm Einchecken, also nicht viel Zeit, aber, ne? Ich fliege übernächste Woche nach Mauritius. Wir fliegen jetzt gleich in die Türkei, nach Antalya und wollten ein bisschen All-Inclusive-Urlaub machen, entspannen. Ja. Unsere Kommilitonin Annika Kleschautzki hat sich mal schlau gemacht, welche Reiseziele dieses Jahr besonders beliebt sind. Sie hat uns auch verraten, welche Länder dieses Jahr ein Comeback feiern. Allen voran boomt Spanien mit der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca. Aber auch Ziele wie Türkei, Griechenland und Italien werden dieses Jahr beliebte Ziele der Deutschen sein. In Südeuropa werden viele Leute Kroatien besuchen und auch Länder wie Tunesien und Ägypten werden wieder beliebter, vorausgesetzt, die Lage in den Ländern verschlechtert sich nicht.
In diesem Jahr gewinnen also wieder die Klassiker unter den Reisezielen. Die Kölner lieben eben Sonne, Strand und Meer. Aber egal, wo es für euch hingeht, PlanTV wünscht gute Reise. Ja, Studenten wird ja oft nachgesagt, dass sie den ganzen Tag faulenzen und auf Kosten ihrer Eltern leben. Aber stimmt das wirklich? Nein, denn gerade in teuren Großstädten wie Köln müssen Studenten nebenher arbeiten. Aber um einen Job zu finden, dafür gibt es Hilfe. Neben öffentlichen Vermittlungsstellen wie dem Studierendenwerk gibt es auch zunehmend Zeitarbeitsfirmen. Ja, Zenjob ist eine von denen. Da können Studenten schnell und einfach Geld verdienen. Sonja Önhausen, Kendra Roth und Noemi Itgen mit den Einzelheiten. Wir stehen vor der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln und wollen wissen, ob die Studenten die App kennen und wie sie genutzt wird. Das ist Sonja. Sie ist Studentin an der HMKW und im Moment auf Jobsuche. Kennst du die App Zenjob? Ja, ich habe schon von der App gehört. Es ist eine tolle Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich habe auch morgen schon mein Vorstellungsgespräch. Und hast du dir die App schon runtergeladen? Ja, genau, ich habe sie schon runtergeladen. Auf der Startseite können wir auch schon die Jobangebote sehen. Die kann ich aber erst annehmen, wenn ich dafür freigeschaltet bin. Das ist Chrissa. Sie ist seit ein paar Wochen bei Zenjob. Erzähl mal, Chrissa, wie läuft das denn bei Zenjob ab? Also es ist eigentlich ganz einfach. Du gehst einfach dahin mit deinen Unterlagen, dann erzählst du, was du für Erfahrungen hast und dann wirst du auch schon direkt freigeschaltet. Und hattest du schon ein paar Jobs? Ja, ich habe schon 7 Mal für die gearbeitet bis jetzt, immer in verschiedenen Bereichen, also Verkauf oder Service, als Hostess auf Events, Promotion, alles Mögliche. Und ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen, jedem Studenten, weil es zeitlich sehr flexibel ist. Du kannst halt auch mal spontan arbeiten gehen, wenn irgendwas ausfällt und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Marco ist Verkaufsleiter bei Zenjob. Wir haben ihn gefragt, was der Name überhaupt bedeutet. Der Begriff Zen kommt aus dem Buddhismus und steht für Gelassenheit und Entspannung. Im Prinzip genau das, was wir bei Zenjob erreichen wollen. Sowohl unseren Unternehmen als auch unseren Studenten wollen wir genau diese Entspannung, diese Gelassenheit ermöglichen. Wie viele Leute habt ihr bei euch in der Kartei? Deutschlandweit sprechen wir tatsächlich über mehr als 10.000 Studenten, die auf unserer Plattform tagtäglich nach Jobs suchen. Wenn man es zusammenfassen will, bieten wir unseren Studenten 3 Vorteile. Auf der einen Seite schnelles Geld, faires Geld und maximale Flexibilität. Der Student bekommt innerhalb von 48 Stunden sein Geld. Wenn man es genau sagen will, die Hälfte, sprich den Abschlag, die andere Hälfte am Ende des Monats. Er bekommt immer mehr als 10 Euro Stundenlohn und kann sich immer selber entscheiden, wann und wo er arbeiten will. Für Studenten, die flexibel sind, Abwechslung brauchen und nicht bis zum Monatsende auf ihr Gehalt warten möchten, ist Zenjob eine tolle Möglichkeit, um sich neben dem Studium etwas dazu zu verdienen. Allerdings handelt es sich hier nur um eine kurzfristige Beschäftigung, sodass man nur 70 Tage im Jahr arbeiten darf. Für alle, die also mehr arbeiten möchten, mit regelmäßigen Arbeitszeiten, sollten sich eher nach studentischen Aushilfsjobs oder Teilzeitangeboten umschauen. Wer arbeitet, muss auch Steuern zahlen. Doch mit der Steuererklärung können wir uns einen Teil unseres Geldes wieder zurückholen. Doch betrifft das denn auch schon uns Studenten? Ja, jeder Student ist davon betroffen und sogar Studenten ohne Einkommen können so Geld vom Finanzamt zurückbekommen. Wie das funktioniert und welche Kosten ihr so geltend machen könnt, wissen Theresa Templin, Marlene Krupper und du, Vanessa. Steuererklärungen sind lästig. Eine Aufgabe, vor der man sich gerne drückt. Aber sie lohnen sich. Auch und gerade bei Studenten. Das ist Marlene. Sogar der Laptop, mit dem sie sich auf die Suche nach Steuertipps macht, kann über einen Zeitraum von 3 Jahren steuerlich abgesetzt werden. Eine Steuererklärung habe ich noch nie gemacht. Wie geht das eigentlich und lohnt sich das überhaupt? Ja, es lohnt sich. Sie findet heraus, dass sogar Studenten ohne Nebenjob eine Steuererklärung machen können. Im Internet findet sie einen kostenlosen Kurs der Hochschulinitiative Deutschland, für den sie sich anmeldet. Marlene macht sich auf den Weg zu einem Seminar. Dort wird sie erfahren, dass zum Beispiel Fahrkosten und Lerngemeinschaften steuerlich absetzbar sind. Wenn Marlene also mehr als 8 Stunden, einen ganzen Tag oder sogar ein ganzes Wochenende bei einem Freund lernt und sich selbst verpflegt, kommt dafür der deutsche Staat auf. Die Steuerkurse geben Infos, die Steuerberater und Internetseiten nicht unbedingt bieten. Warum gerade Studenten von der Steuer profitieren, erklärt Mirko. Studenten profitieren vor allem von einer Steuererklärung, weil sie die Währungskosten, wenn sie eine Zeitausbildung machen, von den späteren Lohnsteuern absetzen können. So kann man zum Beispiel Studiengebühren, Semestertickets, Umzüge, Auslandssemester und Fachbücher absetzen.
Das bedeutet einfach, all das, was man darum ausgibt, um studieren zu können, kann man als Währungskosten Geld machen, und das bei Studenten extrem viel. Wer keine Lust oder Zeit für einen Kurs hat, kann für kleines Geld auch online seine Steuererklärung einreichen. Schritt für Schritt wird man hier durch die Unterlagen gelotst. Für Marlene hat sich der Aufwand gelohnt. Mit dem Geld, was sie zurückgezahlt bekommen hat, kann sie sich ihren Wunsch vom Palmen, Strand und Meer endlich erfüllen. Siehst du, Alex, und so kannst auch du dir wieder einen Urlaub leisten. Ja, und damit ich jetzt noch mehr Geld verdiene, hier ein kleiner Werbespot in eigener Sache. Bis gleich. And the opening game of the 2014 World Cup. Let the games begin. Da sind wir wieder, zurück bei Plan TV. Ja, Vanessa, du träumst doch sicherlich auch von einer kleinen idyllischen Oase zu Hause vor der Haustür, oder? Na klar, wer tut das nicht? Ein Rentner aus Zollstock hat sich diesen Traum jetzt auch erfüllt, genauer gesagt vor 18 Jahren. Da hat er sich gemütlich gemacht mit ein paar Bänken und ein paar Blumenkübeln vor der Haustür, direkt hier neben der HMKW, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Problem ist nur, diese idyllische Oase ist mitten auf dem öffentlichen Gehweg. Nach all den Jahren schaltet sich nun die Stadt Köln ein. Der Bürgersteig soll freigeräumt werden. Ein Beitrag von Jessica Michelle Wolf, Celia Lohweg und Marc Buchenau. Jupp Hilche und seine Oase sind seit Wochen das Gesprächsthema in Zollstock. Vor seiner Wohnungstür empfangen er und seine Schäferhündin Eika täglich Freunde und Bekannte aus dem Fehdel. So, alle Mann sieht's wieder. Nun fordert das Ordnungsamt ihn auf, diese Oase zu räumen. Ich habe früher in Haus Nummer 55 gewohnt und bin von da oben hier runtergezogen. Und dann durfte ich hier machen, was ich wollte. Hat den Vermieter gefragt, ob ich mal eine Markise dran mache. Durfte ich machen. Ja, dann war mein Hund, dann habe ich mir das Titel davor gemacht. Dann kam eins nach dem anderen. Über 2200 Unterschriften hat Jupp Hilche bisher für seine Oase gesammelt, die jetzt plötzlich verschwinden soll. Ich weiß ja nicht, was das soll. Haben die Leute eigentlich keine andere Arbeit, um sich um was zu kümmern, um als so ein Schwachsinn? Ne? Also ich finde, das, was der Mann macht, ist lobenswert. Na doch. So, mal gucken, was jetzt noch weiterkommt. Weil die Bank, die führt ja keinen Platz genug, dann müssen die Kisten da auch weg, wenn man das so sieht. Platz genug ist, dass die Leute hier vorbeikommen, Kinderwaren, also stören, weniger. Die Stadt Köln hatte für eine persönliche Stellungnahme keine Zeit. Dem Stadtanzeiger teilte sie bereits mit, sie wolle, Zitat, einen Kompromiss finden, mit dem die öffentliche Ordnung vor Ort wiederhergestellt wird. Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Erst abwarten, ja. Muss ja was nachkommen. Denn vor allen Dingen muss was Schriftliches kommen. Ich habe nichts Schriftliches. Denn nur wenn bald etwas Schriftliches kommt, kann auch Hund Alka hier weiter in Ruhe dösen. Na, dann hoffen wir, dass sich bald eine Lösung findet, mit der beide Parteien zufrieden sind. Ja, und ihr fragt euch jetzt sicher, warum steht ihr da im Holland-Trikot rum? Die sind doch gar nicht bei der WM dabei. Ist vollkommen richtig. Unsere lieben Nachbarn müssen leider zuschauen. Und in Köln gibt es Leute, die wollen auch zuschauen. Und wo das geht, erzählen euch Philipp Bamberger, Tolga Gercek und Alex Hartwig. Die haben sich für euch die Top Public Viewing Areas in Köln angeguckt. Im HMK WM-Check. Ole, 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 ole. Der Ball rollt wieder und ganz Deutschland ist im WM-Fieber. Und während es in Russland um die Wurst geht, steigt bei den Jungs vom SC Brühl die Vorfreude auf das nächste Spiel der deutschen Elf. Oder auf ein Spiel der 31 anderen Nationen. Aber wie genau gucken die Schlossstädter eigentlich ihre WM-Spiele? Ja, also ich schaue wieder bei der Playa Cologne, wo wir schon mit meinen Unileuten oder ich mit meinen Unileuten schon seit 10 Jahren eigentlich schaue und jedes große Event auch. Ich gucke mit meinen Nachbarn zusammen, der hat einen Beamer im Keller. Ich schaue mit meiner Familie, meinen Freunden auch schon seit Ewigkeiten beim Gloria-Theater. In Köln gibt es viele Möglichkeiten, die WM in großer Gesellschaft zu schauen. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis findet man voraussichtlich im Gloria-Theater. Es zeigt zur WM alle Spiele mit deutscher Beteiligung, sowie in jedem Fall das Finale. Der Eintritt ist frei. Im Schatten des Rhein-Energie-Stadions ist die Playa Cologne. Wer Beach-Feeling haben möchte, kann unter Pinienbäumen an der Playa in Cologne auf über 5000 Quadratmetern Fußball gucken. Ein riesiges Areal zum Public Viewing bietet der Aachener Weiher. Wer mit vielen Freunden unterwegs ist, kann sowohl im Biergarten als auch unmittelbar am Weiher die Spiele gucken. Noch ist alles leer,
aber bei den deutschen Spielen wird es schwierig sein, überhaupt noch einen Platz zu bekommen. Die Kölner Polizei hält sich beim Public Viewing raus. Aber wie sieht es dann bei Autokurses aus? Die Polizei will natürlich kein Spielverderber sein. Sollte es je nach Turnierverlauf zu Jubelfahren und Autokursus kommen in der Kölner Innenstadt. Wir werden natürlich präsent sein und appellieren aber dringend an diejenigen, die an solchen Autokursus teilnehmen, dass sie sich selber nicht in Gefahr begeben. Fehlt eigentlich nur noch der Titel. Den müssen Jogis Jungs aber ohne Schützenhilfe der Schlossstädter holen. Also wer jetzt noch nicht im WM-Fieber ist, dem können wir auch nicht mehr helfen. Ja, absolut. Die nächste Plan-TV-Ausgabe gibt es dann nächsten Monat. Wir sind raus für heute, gehen jetzt noch zum Aachener Weiher Fußball gucken, oder? Das machen wir. Alles klar. Tschüss zusammen. Tschüss, macht's gut.